Franz und Heinz auf dem Weg nach Mariazell. Ihr Plan? Die rund 90 Kilometer von Taxing in Niederösterreich nach Mariazell mit dem Pferd zurückzulegen. Heinze, Bub. Ja? Dann sind wir gleich bei Nitscher hinbei, oder? Recht weit hast du nicht mehr zum Glück bis zum Nitscher. Na, wo bleiben wir denn über die Nacht heute? Ja, werden wir schon schauen, dass wir was finden. Da schaut es aber sehr einladend aus. Ich glaube auch, da bleiben wir. Ich glaube, da werden wir bleiben. Und genau das ist ja das Pilgern. Das ist genau das. Du musst was tun. Du kannst nicht sagen, jetzt fahre ich da mit dem Hubschrauber rein und, so, und steige aus und du auch pilgern noch mal dazu. Das geht nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Du musst das spüren. Ne? Perfekt. Ah, bist du deppert, bin ich Hundsmüde. Ah. Der Heinze Bauer ist um 2 Jahre jünger. Verstehst? Und jetzt hat er das Scheißen beieinander. Jetzt muss er mir hier den alten Mann ins Zelt aufstellen. Gell, Bauer? So schauen wir aus. Ja, aber das hat er ruckzuck gezählt. Wir legen wirklich am Boden die Erde. Tut am Anfang ein wenig weh, aber nachher spürst du das. Das geht nicht mehr. Früher sind sie auch am Boden gelegen, ohne irgendwas. Das ist super. Ja, genau. Nicht schon. Ich gehe da drinnen und spiele, dort gehe ich hin. Weil dort ist das Holz, was ich brauche. Dort ist das Tiereholz. Gefühl musst du haben. Ne? Und du wirst nie untergehen. Du musst einmal anfangen, wenn es dir nur so blöd vorkommt, alleine. Gehst im Wald, schüttest es einen Baum zu, nimmst ihn zu, lässt dich an mit der Stirn und redest mit ihm. Und du wirst spüren, er gibt eine Antwort. Es ist ja so. Und das ist schön. Danke für diesen schönen Abend, danke für diesen schönen Tag, danke. O Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Danke für alle meine Freunde, danke für diesen Wunder. Danke, o Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. In Medjugorje ist das morgendliche Gebet in der Basilika ein Pflichtprogramm für viele Pilger. Insgesamt sind rund 5000 Menschen bei den Gottesdiensten versammelt. Ist in der Kirche kein Platz für die Menschenmassen, wird davor via Live-Übertragung gebetet und gefeiert. Ich habe den Priester sehr toll gefunden, der der Hauptzelebrant war, der Schwarze eben. Ja, ich lebe auf da, man sieht. Ich freue mich jetzt schon auf den weiteren Tag. Hier bin ich. Also wir machen das Programm jetzt so, dass wir zuerst den Kreuzweg gehen, aber den Kreuzweg da hinten, zur ebenen Erde, das schaffen wir alle. Diese Stadt wird hier mit dem der auferstandene Christus genannt. Eine besondere Darstellung ohne Kreuz selber, sondern nur die Haltung Jesu. Man sieht ja am Boden den Abdruck in der Erde, von wovon er auferstanden ist. Ein sehr schönes Symbol, finde ich. Während die Pilgergruppe nun den Kreuzweg geht und bei jeder Station betet, stellt sich Wolfgang in die Schlange vor dem auferstandenen Jesus. Das Besondere ist eben, dass da beim Knie, von uns aus gesehen, beim linken Knie, Wasser rausfließt. Das ist irgendwo ein Phänomen, das man nicht wirklich erklären kann. Und ich glaube, das ist das Besondere an dieser Jesusstatue. Und manche Leute glauben auch daran, dass es eine Heilwirkung hat. Gell? Also ich werde auch mit einem besonderen Leinentuch mir dieses Wasser, diesen Tropfen nehmen und dann eben auch auf gewisse Stellen meines Körpers, wo ich eben Beschwerden habe, wo ich Schmerzen habe, hinhalten, in der Hoffnung, dass es hilft. Nach 45 Minuten des Wartens ist nun Wolfgang an der Reihe. Also das Anstellen hat sich jetzt gelohnt, ich bin jetzt dran. Ja, also ich habe
jetzt diesen Tropfen tatsächlich gesehen und habe mit meinem Tüchlein das draufgegeben. Und das werde ich jetzt ganz besonders verwahren. In Salzburg feiern über 8000 beim Fest der Jugend Jesus. Sie sind aus 13 verschiedenen Nationen angereist. Maria und Jana haben am Boden in einer Volksschule übernachtet. Es ist ein bisschen hart, aber es ist eigentlich voll okay. Also wir haben eigentlich ganz gut geschlafen. Wollen wir noch kurz gemeinsam beten für den Tag? Ja. Jesus, danke, dass du den Tag heute führen wirst, dass du mit uns gehen wirst, dass du uns viele schöne Erlebnisse schenken wirst, gute Gespräche mit anderen Menschen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, man wird auch oft angesprochen irgendwie beim Fortgehen, ja, warum, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht so viel trinkt oder so, ja, du hast trotzdem deinen Spaß, wie geht das und warum nimmst du zum Beispiel jetzt keine Drogen oder halt Gras oder anderes und dann, ja, und dann kann man halt irgendwie auch das, dann kann man einfach Zeugnis von sich geben, dass man eben den Glauben hat und deswegen auch gar keine Drogen oder sowas braucht, weil man eigentlich eh glücklich ist. Aber mir ist einfach auch wichtig, unter die Leute zu gehen und ihnen zeigen, ich kann normal sein als Christ. Und das ist eigentlich das Wichtigste, oder das Wichtige für mich. Ich tue mich jetzt nicht abkapseln, sondern eigentlich sollten wir alle Christen sein. Mhm. Also ich will es nicht fundamental sagen, du musst Christ werden, sondern einfach durch mein Vorbild, durch mein Leben ihnen zeigen, wie schön es sein kann. Voll. Kurz darauf treffen die beiden Freundinnen in der Stadt auf Manuel und dessen Freundin. Gemeinsam besuchen sie eine kleine Kapelle und Manuel nutzt die Chance, um bei einer Praystation zu beten. Also ich bitte darum, dass ich noch die Zeit wirklich nutzen kann hier. Und auch, ich habe schon neue Freunde gefunden. Und dass ich die Connection zu denen gut halten kann. Und weil ich lebe gerne in Gemeinschaft. Und mir gibt es sehr viel. Also ein Segen für die Verbindung zu den Menschen hier. Hilft mir immer. In der ganzen Stadt verteilen sich Mitarbeiter der sogenannten Praystation. Sie beten mit den Jugendlichen für ihre Anliegen. Danke. Sollen wir noch ein Sätzchen gegrüßet sein zu Maria? Ein ganz kurzes. Ja? Glauben ist so ein Hin und Her. Und je mehr Menschen ich hinter mir habe, desto leichter fällt es mir. Und die Menschen, die glauben an dasselbe und sie zeigen mir, dass es kein Ding ist, es ist einfach das Richtige auf die Art und es fühlt sich einfach gut an. Dankeschön, ebenso. Danke. Gott segne dich. Dankeschön. Es sei ein Licht der Welt. Danke. Über 8000 Jugendliche müssen an diesem Wochenende dreimal täglich versorgt werden. Mehrere Tonnen Nahrungsmittel werden dabei verbraucht. Geduld ist gefragt. Lang anstehen, aber irgendwie macht es nichts. Also man kommt mit Leuten ins Gespräch und das ist eigentlich auch lustig. Und man kann üben, dass man geduldig ist. Ja. Das ist eine gute Tugend. Ja, das stimmt. Und manche nutzen die Wartezeit, um anderen etwas Gutes zu tun. Wir als Christen haben ja letztendlich auch die Autorität bekommen über Gebrechen und über Dämonen und über alles Schlechte. Und deswegen bete ich halt einfach manchmal für Menschen und Gott heilt dann eben sehr gerne. Und deswegen habe ich jetzt einfach für das Mädchen gebetet. Was ist passiert? Gebrochen oder? Bänderriss. Bitte? Bänderriss. Ja, gute Besserung. Ja. Jesus wird es auch noch weiter heilen letztendlich. Also Heilung ist halt auch oft so, dass sie nicht sofort irgendwie weggeht manchmal, sondern manchmal dauert es einfach ein bisschen Zeit. Und letztendlich, was Gott tun will, ist, wenn er Menschen heilt auch ist, dass er ihnen einfach zeigen möchte, dass er sie liebt. Das ist, glaube ich, die Priorität Nummer eins. Natürlich auch, weil Gott uns liebt, deswegen will er nicht, dass wir Gebrechen haben. Einerseits das, aber andererseits auch will er uns dadurch, dass er die Gebrechen heilt, zeigen, dass er liebt. Genau. Amen. Freut mich. Sehr cool. Genau. Gottes Segen. Genau. Endlich. Ja. Essen? In Graz erfüllt Brankos Blick die Menschen mit Freude. Jeden Moment ist es soweit und er tritt aus der Türe in den Veranstaltungsraum. Ich werde immer wieder gefragt, was muss ich denn tun, um das, was schon so viele Menschen weltweit
als bereichernd für ihr Leben innerlich erlebt haben, das auch mal fühlen zu können. Seien Sie so, wie Sie sind. Verstellen Sie sich nicht, aber öffnen Sie einfach nur Ihr Herz. Dann ist es soweit und Branko betritt die Bühne. Innere Ruhe und auch wenn ich Stress habe oder schwierige Situationen und wenn ich mich zu Bratz wende, ich fühle mich gleich ruhiger, ich fühle mich nicht mehr so hektisch, ein Frieden kehrt ein. Nach 10 Minuten verlässt Branko auch schon wieder die Bühne. Wie haben Sie es erlebt? Bei mir wurmt es noch immer. Das war wie ein Sonnenstrahl, der durch vom Kopf bis zu den Füßen. Es war nur mehr heiß. Es war einfach schön. Ich muss mich ein bisschen unterfangen jetzt. Es war einfach wieder ein Gefühl, so ein innerer Frieden und ein sehr angenehmes Gefühl. Also das ist einfach jedes Mal da und sehr beruhigend. Ich brauche nur an ihn denken. Da spüre ich schon seine Energie. Ich brauche nur an ihn denken. In Medjugorje schleppt sich die Pilgergruppe von Toni Gölles den Erscheinungsberg hinauf. Der Aufstieg dauert rund 30 Minuten. Es ist kein einfacher Weg, sondern ein sehr beschwerlicher, den Millionen von Pilgern auf sich nehmen. Ja, für mich ist es anstrengend, aber nichtsdestotrotz sollte ich mehr machen. Aber wie gesagt, heute trage ich schon ein bisschen was dabei. Dazu bei auch zu meiner Erzüchtigung, indem wir da diesen schönen Erscheinungsberg erklimmen. Ganz schön steil. Ja, es ist steil. Und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Nach einer halben Stunde haben sie es geschafft. Und sie kommen zur weißen Marienstatue. Hier soll die erste Marienerscheinung stattgefunden haben. Immer wieder berichten Menschen von Spontanheilungen. Ja, befreiend, dass man das schafft. Doch da den steinigen Weg hinaufzugehen. Und ja, es ist einfach, fällt mir die Worte, es ist ein Erlebnis. Wieder unten, am Fuße des Berges, befinden sich 3 blaue Kreuze. Einmal im Monat erscheint auch heute noch der Seherin Mariana, hier die Mutter Maria, immer am 2. des Monats und verkündet eine Botschaft. Für Elfi und Wolfgang ein ganz besonderer Ort, denn beide haben die Anwesenheit von Mutter Maria ganz besonders gefühlt. Das Gefühl, das kannst du nicht beschreiben, das ist wie Geburtstag, Weihnachten, Geburt vom Kind, das ist ein Wort, Glückseligkeit. Für einen kurzen Moment kommt dir vor, der Himmel geht auf und ich wollte nicht weg. Ich habe nicht an meinen Mann gedacht, ich habe nicht an mein Kind gedacht, nichts. Ich wollte nur da bleiben und nach einer gewissen Weile haben sie mich dann praktisch fast gezogen. Ich habe da wirklich Heilung erfahren. Also meine Lendenwirbelbeschwerden sind wesentlich besser geworden und das hält bis heute an. Also und das war für mich auch also diese Überzeugung, wenn jemand sagt, Medjugorje, das stimmt nicht, ich kann das bezeugen, dass das sehr wohl so ist. In Salzburg. Vor dem Dom treffen sich die Freunde Tini, Verena und Manuel. In Kürze beginnt das Fest der Barmherzigkeit, eines der vielen Highlights der Pilgerreise. Also ich glaube, dass Kirche oft so langweilig ist, so habe ich es auch empfunden und so empfinde ich das auch heute noch, wenn ich am Sonntag in die Messe gehe, oft als total langweilig.
Und mir kommt vor, dass es damit zu tun hat, dass es nur mehr Tradition ist und eine gewisse Treue, aber gar nicht mehr eine lebendige Überzeugtheit irgendwie. Es ist halt, wie gesagt, mit der Musik, ich glaube, da wird immer jeder richtig berührt und da kann man die Leute so richtig erreichen, mit coolen Liedern. Also inhaltlich irgendwie das Gleiche, aber von der Ausdrucksform irgendwie neu. Eingeläutet durch einen Countdown beginnt der Lobpreis, der alle sofort mitreißt. Ich kann schwer sagen, was es ist. Ich kann nur sagen, man muss wirklich hier sein, dass man weiß, was man bekommt, was man hier bekommen kann. Ich habe einfach gedankt, dass ich heute hier bin und dass ich diese Zeit jetzt genießen kann bis Montag. Für einen Nichtgläubigen kann man schwer erklären, was ist Jesus, wie fühlt man ihn. Ich kann nur sagen, man muss selber leben. Und für mich hat Salzburg hier, das ist Fest, wirklich den Kick gegeben. Das Korn, dass es wachsen kann. Das war wirklich der wirkliche Anfang. Vater, wir kommen zu dir und wir wollen mit aufrichtigen Herzen dir Danke sagen. Wenn man dann wieder weg ist von da, dann kommt langsam meine Leere wieder, die ich wieder mit Jesus, mit der Kraft von Gott füllen kann. Wie so ein Loch, das man versucht, oft durch Serien, durch Alkohol, durch Fortgehen, durch Party, was auch voll wichtig ist, zu füllen. Aber wirklich dieses Loch füllen kann mir Gott, kann mir Jesus, kann mir die Kraft von ihm. Und das ist halt nicht immer so leicht, wirklich das Loch mit dem Richtigen zu füllen. Jesus, danke. Danke, dass du in dieser schlichten Brotsgestalt wirklich ganz da bist. Mich war wirklich zu Tränen gerührt. Das war so schön. Und ich muss sagen, ich kämpfe jetzt schon wieder. Das ist wirklich das ist so schön. Franz und Heinz sind knapp vor Mariazell beim Hubertussee angelangt. Das Wetter war nicht das Beste, aber Franz hat auch dafür eine Lösung. Ja, in der Früh war es total trocken, war schön. Und dann hat es halt ein bisschen hergeregnet, aber das macht gar nichts. Die kannst du verschirmen. Und was ist denn die Wolken? Das ist nur Wasser. Ne? Fertig. Ne? Wie der liebe Gott die Welt gemacht hat, hat er gesagt, die Welt wird und das waren. Wir glauben schon immer, dass wir von Gott abstammen. Okay? Und darum glauben wir das nicht, dass das funktioniert. Einzel. Das eine Loch da oben, magst du das sehen? Das machen wir größer. Das machen wir größer. Und jetzt müssen wir miteinander dorthin schauen, hinkonzentrieren. Geht, geht nicht. Spürst du, dass das geht nicht. Und fertig. Nicht? Und so starren die beiden in den Himmel. Franz, wie schaut's aus? Morgen ist noch kein Loch. Nein, momentan haben wir noch kein Loch. Wir müssen nur wirklich konzentrieren, Kontakt aufnehmen, ein bisschen Kontakt mit unserem Schutzengel. Wir haben jeder einen Schutzengel mit. Und der wird uns dann helfen, dass da im Marazell ein Schein ist für uns. Heinz, packen wir's? Packen wir's, ja. Dann auf geht's. Mhm. Zum Frieden, zu Bergen, wir sind da. Da singend gelangen die beiden dann über die letzten Berge nach Mariazell. Eine 90 Kilometer lange Pilgerreise geht dem Ende zu. Für sie eine Bereicherung, nicht nur im Herzen. Es ist einfach, und ich glaube es, bevor ich weggeredet bin, glaube ich es nicht, dass man so ein geiles Gefühl hat, da, wenn man wieder angekommen ist. Ne? Und immer wieder, es ist wie Suchtgift. Wie schaust denn du aus? Du kannst abputzen. Oh je. So können, nicht, so können wir nicht in die Kirche reingehen. Herrlich. Schau das an. Herrlich. Schaut schon an. Ich schau da an. Ja. Ich schau da wirklich an. Mhm. Und das ist ein Geschenk. Mhm.
In der dazugehörenden Kerzengrotte lassen es sich die beiden nicht nehmen, so wie tausende andere Pilger, ein Licht zu entzünden. Jetzt bist du am Fußball, das ist ganz schön krank. Probier das einmal. Dankeschön.